Hallo zur Cosplay-Tutorial-Reihe. Wir haben hier die Grundlagen im letzten Teil schon mal geklärt. Jetzt werden wir mal hingehen, werden dem hier... da müssen wir erst ausklappen. Werden hier jetzt mal den Helfer starten lassen. Den Standardhelfer, man könnte auch das mit Cosplay machen lassen. Aber wir tun jetzt hier erstmal den Standardhelfer starten und switchen in ein Fahrzeug. So, da nehmen wir ihn hier und hängen uns den Anhänger dran. Dem werden wir nämlich jetzt den allerersten Kurs einfahren. Dazu fahren wir zum Feld, können uns auch schon mal das Cosplay-HUD öffnen. Und hier sehen wir ja Kursaufzeichnung beginnen. Das werden wir dann gleich am Feld machen, aber wir müssen mal dieses Fahrzeug beiseite stellen, dass der uns nicht behindert. Stellen wir den gerade hier runter. Bei dem haben wir im letzten, im Grundlagen-Tutorial auch den kleinen Kurs hier eingefahren. Den können wir hier über das X dann löschen oder könnten ihn hier über die Diskette speichern. Das noch so als kleiner Nachtrag zu den Grundlagen. Ich lösche den jetzt hier mal und wechsle hier in mein Fahrzeug. So, jetzt sind wir ins Fahrzeug rein und hatten die Kamerasteuerung. Einfach die rechte Maustaste drücken und dann haben wir wieder unseren Mauszeiger und es kann wieder alles normal losgehen. Wir fahren hier aufs Feld. Ganz wichtig, wir beginnen unseren Kurs auf dem Feld, denn wenn wir nachher über diese Option kombinierter Abfahrer den Abfahrer den Drescher suchen lassen, dann sucht er auf dem Feld, auf dem der Kurs beginnt. Beginnt der Kurs also neben dem Feld, wird er den Drescher nicht finden. Also ganz wichtig, auf dem Feld starten lassen. Dann fahren wir los. So, fahren jetzt hier rum. Und da wollen wir den Drescher abtanken lassen und das Ganze hier in unser Silo kippen. Da fahren wir hier am Tankfass noch vorbei, sodass, wenn der Tank etwas zu Neige zugeht, der auch automatisch auftankt. Fahren hier einfach drüber und dann wieder zurück aufs Feld. Was wir jetzt auch noch machen könnten, wäre zum Beispiel, dass wir den Kurs sogar noch kombinieren und auch hier bei den Rüben und den Kartoffeln vorbeifahren. Und so können wir den Kurs auch verwenden, wenn wir Rüben und Kartoffeln ernten. So kann man also die Kurse sich ein wenig kleiner halten. Dann fahren wir hier wieder zurück bis vor den Anfang des Kurses und stoppen das Ganze. So, das hier ist Feld 16, deswegen speichere ich das jetzt als 16. AB für Abfahrer, Silo und Lager, da er ja beides anfährt. So weiß ich, welches Feld, AB für Abfahrer und was oder beziehungsweise wohin fährt er ab. Jetzt kann ich hier zum Beispiel einstellen den normalen Abfahrer. Dazu fahre ich erst ein Stück zurück. Ist ein kleiner Trick, denn sonst fährt er den Kurs erst nochmal einmal komplett ab. Stelle das ein. Dort wird er jetzt befüllt am Startpunkt. Das heißt, ich gehe hier auf Abfahrer einstellen. Er fährt zu seinem Startpunkt. Und dort wartet er jetzt, bis er beladen wird. Hier haben wir Einstellungen, so. Und zwar können wir hier sagen, wann er denn dann abfahren soll. Bei 90% oder zum Beispiel bei 95%. Haben wir den kombinierten Abfahrer, können wir hier einstellen, wann er zum Drescher fährt. Auch hier, wie ist der Abstand und so weiter, das können wir erstmal auf Auto lassen. Wenn wir merken, die Abstände stimmen nicht, können wir sie dann immer noch verändern. Ich mache hier maximale Geschwindigkeit und werde jetzt aber den Abfahrer entlassen, weil ich den kombinierten Fahrer wählen werde.
Beim kombinierten Fahrer kommt jetzt hier noch der Drescher verwalten Punkt hinzu. Und hier kann ich jetzt sagen, Drescher suche automatisch finden. Wie gesagt, dazu muss der Kurs auf dem Feld starten und dann sucht er dieses Feld nach einem Drescher ab, den er abtanken kann. Befinden sich also mehrere Drescher auf dem Feld, kann er auch mehrere Drescher bedienen. Ich kann hier auch automatisch zuweisen. Da wir jetzt nur einen Drescher haben, kann ich hier auch nur einen einstellen und er wird auch nur diesen abtanken. Habe ich also mehrere Drescher auf dem Feld, würde er trotzdem nur diesen einen abtanken. Ich lasse es jetzt mal auf automatisch einstellen. Der Drescher hat mehr als 50%, das heißt, er sucht jetzt kurz den Drescher, kriegt das Signal, oh, ich habe schon mehr als 50%, komme ich mal abholen, beziehungsweise komme ich mal abtanken. Und dann fährt er hier auch hin, um den Drescher abzutanken. So, scrollen wir mal ein kleines Stück weg. Dann, wenn wir einen Anhänger haben, der Planen hat, können wir hier planen automatisch, dass er sie automatisch, wenn er dann wegfährt, wieder schließt. Oder aber manuell, dass wir ihm selber sagen müssten, wann er eine Plane zuzumachen hat. Ich lasse es jetzt hier so auf automatisch, denn es sieht ja schöner aus, wenn der Hänger voll ist und er eine Plane drüber schmeißt, um dann vom Feld wegzufahren. So, das dauert jetzt hier natürlich noch ein kleines Weilchen, bis der Hänger voll ist. Denn wir sehen hier, der hat jetzt nur 50%. Das heißt, wir können jetzt hier auch einstellen. Und jetzt ist die Frage, kapiert er es? So, jetzt ist er erstmal hängen geblieben. Dann müssen wir also erstmal Abfahrer entlassen, müssen ihn hier befreien. Das ist hier auf der Map, ist das erstmal eine schwierige Ecke. Jetzt stellen wir ihn wieder ein. Und jetzt müsste er ja eigentlich feststellen, oh, ich habe meinen Füllstand erreicht, ich muss das Ganze jetzt wegbringen. Und das tut er hier auch. Und dann können wir dementsprechend hier schon schön zuschauen, wie das alles funktioniert. Und ich denke, dieser Tutorial-Teil wird ein klein bisschen länger werden, denn ich werde noch eine Einstellung zeigen oder noch eine Möglichkeit, wo dieser Abfahrerkurs besonders gut geeignet ist. Wir sehen also hier, er lädt das schön ab, funktioniert alles wunderbar. So, da lassen wir den jetzt weitermachen, stellen das Ganze aber wieder auf 95 hoch. Und nee, wir lassen ihn nicht weitermachen. Wir löschen den Kurs, weil wir haben ja nur einen Anhänger, das heißt, wir machen mit dem Fahrzeug weiter. Wir machen jetzt einen Kurs zum Wegfahren von Früchten. Angenommen, wir haben an der Mühle eine große Nachfrage. So, dann fahren wir hier unter das Auslassrohr, bis wir auch oben in der F1-Taste das R mit Befüllung bekommen. Dann können wir das schon wieder ausblenden, brauchen wir nicht mehr. Kursaufzeichnung beginnen und fahren nun den Kurs zur Mühle. So, das dauert jetzt natürlich einen kleinen Moment. Um das Ganze ein bisschen abzukürzen, fahre ich jetzt mal hier querfeld ein. Ihr würdet natürlich die Straße lang fahren und im Optimalfall haltet ihr euch an der Straße auch immer möglichst rechts. Das heißt, wenn über einen anderen Kurs vielleicht ein Fahrzeug entgegenkommt, dass die aneinander vorbeikommen und sich nicht gegenseitig behindern. So, da sind wir dann auch schon bald an der Mühle. Da werden wir hier jetzt auch noch ganz frech über die Gleise fahren. Ein bisschen einkürzen. Wie gesagt, das ist jetzt, weil es ein Tutorial ist. Im Normalfall würde ich natürlich richtig den Weg lang fahren. Fahren hier über das Abladegitter drüber. So, und dann lassen wir hier den Kurs auch wieder zurückfahren. Alles abgekürzt, damit das Video nicht ganz so lang wird. So, haben natürlich uns den schnellsten Schlepper dafür ausgesucht. Aber wir sind ja bald schon wieder am Hof, das wird. So, jetzt könnte das natürlich sein, dass der ganz, ganz oft diese Strecke fahren muss, weil wir vielleicht ganz, ganz viel im Silo drin haben.
Das heißt, auch hier würde es sich dementsprechend empfehlen, dass der Traktor nicht zwischendrin mit leerem Tank stehen bleibt, eben in dem Fall jetzt auf dem Rückweg hier einmal kurz am Tankfass vorbei, dann kann der, wenn der Tankfüllstand knapp wird, sich auffüllen. So, fahren hier zwischendurch und fahren hier wieder bis vorne dran. So, stoppen, das können wir jetzt speichern unter Verkauf Mühle. Der Vorteil ist, früher bei den anderen Silos mussten wir ja entweder über Kombination verschiedener Kurse oder einfach auch um jede Frucht komplett einzeln einzufahren, dementsprechend sehr, sehr viele Kurse machen. Jetzt durch dieses Silo haben wir es hier einfach, hier haben wir einen Punkt und können 4 Früchte entnehmen. Das heißt, wir stellen jetzt hier einfach Abfahrer rein und sagen dem hier, Farmsilo-Befüllung, welche Frucht er dort entnehmen soll. Und da sehen wir, da können wir viel einstellen, was dort teilweise auch nicht drin ist. Wir nehmen jetzt einfach mal Weizen und sagen ihm Abfahren. Und dann sehen wir, er fährt dort drunter und ich steige mal aus, dass ihr seht, ich mache hier nichts. Und er lädt hier automatisch ab. Dann fährt er los und wir nehmen uns mal den hier und fahren hinterher, dass ihr seht, ich mache das nicht, sondern das macht Curseplay. Und wir sehen auch hier in der F9, in der Kartenansicht über die Taste 9, da ist das CP-Zeichen, es steht der Traktor H488 da und es steht in Klammern der Kurs da. Wir warten, da ist er schön lesbar, Verkauf Mühle. Wie gesagt, das könnt ihr auch ausstellen, dann ist nur dieses CP-Symbol da. So, und dann sehen wir, da fährt er also Richtung Mühle. Wie gesagt, die Abkürzung. Wir wollten ja hier ein bisschen was an Videozeit einsparen. Und dann werden wir jetzt hier auch noch eben schnell vorne dran fahren, dass wir uns das anschauen können. Da kommt er an und lädt ab. Das funktioniert also wunderbar. Wir bekommen unser Geld zugeschrieben, so wie wir das auch möchten. Das heißt, wir fahren so einen Kurs ein und wenn große Nachfrage ist, müssen wir nicht zwingend selber fahren, sondern können einen Abfahrer losschicken. Und dann fährt er hier auch wieder wunderbar zurück und würde das Ganze jetzt so oft machen, bis das Silo leer ist, er also seinen Füllstand nicht mehr erreicht. Das heißt, dann müsste man ihm sagen, okay, jetzt ist leer, jetzt kannst du stoppen. Wir sehen hier schön, da fährt er also zurück Richtung Hof. Alles, wie wir es ihm vorgeschrieben, ihm den Kurs aufgezeichnet haben. Dann möchte ich euch noch eben schnell, bevor ich diesen Teil des Tutorials beende, noch eine Kleinigkeit zeigen. Ich werde mich jetzt mal ganz dreist hier vorne dran stellen. Und dann werden wir eins sehen, da kann er natürlich jetzt nicht durchfahren. Vorausgesetzt, er kommt hier jetzt überhaupt durch, denn da, ja, war ich schon zu eng gefahren. Dann haben wir hier schon den Vorführeffekt. Und zwar, er kommt hier nicht weiter und ihr seht, ihr bekommt direkt links im Bildschirm eine Meldung, er steckt im Verkehr fest. Und jetzt wüssten wir, okay, wir müssen das beiseite räumen, damit er weiterfahren kann. So, das machen wir dann auch mal eben schnell. Stellen das beiseite und wir sehen, da fährt er weiter und kann das alles wieder, wie er es auch soll, erledigen. So, das wäre es zu diesem Teil des Tutorials und im nächsten Teil werden wir andere Kursarten uns anschauen. Bis dahin, alles Gute, ciao, ciao.